Wir rechnen zur Übung nochmal eine Krümmung einer anderen Kurve aus. Und zwar nehmen wir mal eine Parabel, also sowas. Und Sie können sich ja kurz mal das Bild anschauen und überlegen, was Sie da so für ein Krümmungsverhalten erwarten würden. Und wir wollen das jetzt natürlich auch ausrechnen. Also sagen wir mal, das ist Gamma von t. Das soll sein, sowas haben wir auch schon gehabt, t, t Quadrat, t zum Beispiel von minus 2 bis 2. Ich glaube, genau sowas hatten wir letzte Stunde schon mal. Jetzt müssen wir einfach wieder die Ableitung ausrechnen. Also die Ableitung von t ist 1 und von t Quadrat ist 2t. Die zweite Ableitung, nochmal das Ganze ableiten, die Ableitung von 1 ist 0, die Ableitung von 2t ist 2. Hier müssen wir jetzt die andere Formel anwenden, weil dieses Ding ja nicht nach Bogenlänge parametrisiert ist. Das heißt, wir brauchen diese Formel hier, wo steht für beliebige reguläre Beta. Wir müssen also noch durch die Länge des Geschwindigkeitsvektors hoch 3 teilen. Also brauchen wir noch die Länge des Geschwindigkeitsvektors. Das ist ja zum Glück nicht so schlimm. Das ist 1 Quadrat plus 2t zum Quadrat, also 4t Quadrat. Und daraus die Wurzel. Und das Ganze dann hoch 3. Das heißt also, wir haben jetzt die Krümmung von Gamma an der Stelle t ist Determinante von dem und von dem geteilt durch diese Norm hier hoch 3. Also schreiben wir es mal hin. Hier steht 1, 2t, hier steht 0, 2 und hier unten steht die Wurzel aus 1 plus 4t Quadrat und das Ganze hoch 3. Dies hier ist einfach 1 mal 2 und das fällt weg, weil hier 0 steht, das ist nicht so schlimm. Und hier unten steht 1 plus 4t Quadrat hoch 1 halb hoch 3, also das Ganze hoch 3 halbe. Das ist die Formel für die Krümmung der Parabel. Vielleicht lassen wir uns das mal zeichnen, dann kann man sehen, was da passiert. Also wir hatten 2 mal 1 plus 4t hoch, weil ich jetzt mal und nicht geteilt durchgenommen habe, muss ich jetzt hoch minus 3 halbe nehmen, also hoch minus 1,5. Und t, hatte ich gesagt, lassen wir von minus 2 bis 2 laufen. Das sieht so aus. Was bedeutet das? Im Nullpunkt ist die Krümmung am höchsten. Und nach außen hin lässt die Krümmung immer weiter nach, was ja auch irgendwie logisch ist. Und wir sehen auch, dass wenn Sie jetzt noch weiter nach außen gehen, die Krümmung immer näher an die Null rankommt. Das bedeutet, nach und nach wird das Ding einer Geraden immer ähnlicher. Es gibt fast keine Krümmung mehr. Und wenn Sie sich nochmal in Erinnerung rufen, wie eine Parabel aussieht, dann ist das ja auch irgendwie logisch. Also hier nach außen hin wird das Ganze sozusagen immer geradenähnlicher. Es gibt immer weniger Krümmung. Vielleicht noch ein Beispiel, wir nehmen mal unsere Ellipse wieder, mit der wir es schon zu tun gehabt hatten. Jetzt mal in allgemeiner Form, sieht so aus, dass Sie anfangen mit einem Kreis. Ein Kreis sieht so aus, Cosinus t, Sinus t. Und dann schreiben Sie vor Cosinus und Sinus irgendwelche Faktoren davor. Hier ist ein Faktor a davor, hier ist ein Faktor b davor. Der Faktor a zieht das in x-Richtung in die Länge, der Faktor b zieht es in y-Richtung in die Länge. Wenn A und B gleich sind, haben Sie einen Kreis und wenn sie unterschiedlich sind, haben Sie irgendeine allgemeine Ellipse. So eine Ellipse wäre also eine, bei der A größer als B ist. Und auch hier können Sie vielleicht mal ganz kurz selbst überlegen, was Sie hier für ein Krümmungsverhalten erwarten würden. Also an welchen Stellen ist die Krümmung hoch, wo ist sie gering, wie müsste das aussehen, wenn man das quantifiziert. Und jetzt müssen wir wieder ausrechnen. Erste Ableitung. Das ist ja nur ein konstanter Faktor, der davor steht. Also haben wir hier a mal minus Sinus t, b mal Cosinus t, zweite Ableitung, a mal minus Cosinus t, b mal minus Sinus t. Und wir brauchen auch wieder die Länge des Geschwindigkeitsvektors. Das hier oben zum Quadrat, a Quadrat Sinus Quadrat, das Minus fällt weg beim Quadrieren, das hier hinten zum Quadrat, b Quadrat Cosinus Quadrat. Das Problem, was wir schon bei den elliptischen Integralen hatten, hier haben wir leider nicht den Pythagoras, der das Ganze schön zu 1 macht, weil a und b ja verschieden sein können. Darum müssen wir das jetzt so stehen lassen. Und jetzt rechnen wir aus die Krümmung von Beta mit unserer Formel wieder. Ich schreibe sie noch ein letztes Mal hin. In die Determinante werden diese beiden Vektoren eingesetzt und wir teilen durch diese Länge hoch 3. Dann haben wir hier oben a mal minus Sinus t, b mal Cosinus t,
a mal minus Cosinus t, b mal minus Sinus t, Determinante. Und hier unten haben wir a Quadrat Sinus Quadrat t plus b Quadrat Cosinus Quadrat t, daraus die Wurzel, das Ganze hoch 3. Dies hier oben wird jetzt zum Glück noch ein bisschen einfacher, weil wir hier dann doch wieder Pythagoras bekommen. Hier haben wir ja a mal b, wenn wir jetzt die Hauptdiagonale runter multiplizieren, mal Sinus Quadrat. Und hier auf dem Rückweg sozusagen, auf der Gegendiagonalen, haben wir auch a mal b mal Cosinus Quadrat. Also können wir a mal b ausklammern, dann haben wir wieder Sinus Quadrat plus Cosinus Quadrat, das ist 1. Also steht hier im Endeffekt oben einfach a mal b. Und hier unten steht leider dieser ganze Krams, a Quadrat Sinus Quadrat t plus b Quadrat Cosinus Quadrat t. Und das Ganze dann wie eben hoch 1/2 hoch 3, also hoch 3/2. Das wäre die allgemeine Form für die Krümmung einer Ellipse. Und ich zeige Ihnen das jetzt lieber mal in der Animation, welche Auswirkungen A und B haben. Also hier kann man es numerisch sehen und tatsächlich ausrechnen. Man kann das aber, denke ich, auch am Bild ganz gut sehen. Also links sehen Sie eine Ellipse und hier rechts sehen Sie die Krümmung, die wir eben gerade ausgerechnet haben. Und hier kann ich mit dem Parameter über die Kurve rübergehen. Und jetzt sehen Sie zum Beispiel, dass ich hier an dieser Stelle, wenn ich da bin, eine sehr hohe Krümmung habe. Da habe ich hier ein Maximum bei dieser Kurve. Wenn ich auf das andere Ende gehe, ups, nicht so schnell, dann habe ich hier das andere Maximum der Kurve. Und genau gegenüberliegend sozusagen an den anderen Stellen der Ellipse, hier, ist die Kurve hier auf ein Minimum zusammengeschrumpft. Das heißt, hier habe ich eine ganz geringe Krümmung, hier habe ich eine ganz große Krümmung. Und wenn ich um das Ding rumgehe, dann wechselt das, wenn Sie so wollen, viermal zwischen aufsteigender und absteigender Krümmung. Und wenn ich jetzt die Parameter a und b ändere, dann wird sich auch die Krümmungskurve ändern. Wenn ich also a jetzt zum Beispiel größer mache, dann wird das Ding so in die Breite gehen. Und Sie sehen, das hier wird extremer. Der Unterschied zwischen hoher und geringer Krümmung wird größer. Ich habe also jetzt hier immer noch an dieser Stelle die Extremkrümmung, die sehr starke Krümmung. Und wenn ich wieder zu so einem Punkt wie hier unten gehe, habe ich entsprechend eine sehr geringe Krümmung. Und das kann ich natürlich dadurch aufheben, dass ich b auch größer mache und zum Beispiel a kleiner mache. Dann habe ich eine Ellipse, die so aussieht. Dann habe ich im Prinzip dieselbe Kurve, nur dass sich jetzt die Rollen von oben und unten, von hoher und geringer Krümmung, ausgeglichen haben. Und wenn ich für beides den gleichen Wert nehme, a und b gleich, dann habe ich einen Kreis und jetzt sehen Sie, dass die Krümmung konstant ist. Jetzt ändert sich die Krümmung nicht mehr. Das kann man, glaube ich, ganz gut erkennen, was hier passiert. Und ich kann jetzt schon mal vorgreifen, wir werden später nochmal sehen, dass es kein Zufall ist, dass ich hier genau vier Punkte habe, bei denen die Krümmung ein Extremum hat, also zwei Minima und zwei Maxima. Das ist so eine Sache, die viele ebene Kurven gemeinsam haben und da gibt es auch einen Grund dafür. Das gucken wir uns irgendwann nochmal an. So, ich zeige Ihnen gleich noch zwei andere Kurven, bei denen ich als Hausaufgabe empfehlen würde, steht auch so im Skript, dass Sie da mal selbst die Krümmung ausrechnen. Vielleicht sollte ich vorher noch eine Sache sagen, die habe ich, glaube ich, noch nicht erwähnt. Wenn Sie sich diese Beispielkurven anschauen, die wir jetzt hatten, die Parabel zum Beispiel, die Formel für die Krümmung steht hier, oder die Ellipse, da steht die Formel für die Krümmung hier, dann sehen Sie natürlich, und das haben wir auch grafisch gesehen, das, was man ja auch erwarten würde, die Krümmung vom Zeitpunkt abhängt. Die Krümmung ändert sich mit der Zeit. Beim Kreis war das anders. Beim Kreis war die Krümmung immer gleich, unabhängig von der Zeit. Und auch bei der Geraden ist es anders. Da ist die Krümmung immer 0, also auch unabhängig von der Zeit. Also der Kreis und die Gerade haben konstante Krümmung. Wir werden noch sehen, aber das können wir jetzt schon mal festhalten, Kreis und Gerade sind die einzigen Kurven, die immer konstante Krümmung haben. So, aber jetzt die beiden Beispiele, die ich Ihnen noch zeigen wollte. Das eine ist die sogenannte Nilesche Parabel. Ist nicht wirklich eine Parabel in unserem Sinne, aber sowas Ähnliches. Da haben Sie hier t Quadrat und hier t hoch 3. Nehmen wir unseren Code, den wir schon öfter benutzt haben. Hier würde ich jetzt also schreiben, t wird abgebildet auf t Quadrat t hoch 3. Sagen wir mal von minus 2 bis 2. Das sieht so aus. Da sollten Sie bitte mal die Krümmung ausrechnen für dieses Ding. Das nennt man Nilesche Parabel, benannt nach einem Engländer namens William Nile,
der Mitte des 17. Jahrhunderts die Bogenlänge von diesem Ding ausgerechnet hat. Das ist deswegen bemerkenswert, weil das noch die Zeit war, das habe ich irgendwann mal gesagt, zu der man glaubte, man könne überhaupt von gar keinen Kurven die Bogenlänge ausrechnen, außer von ganz einfachen. Und das war, glaube ich, die erste nicht triviale Kurve, von der jemand die Bogenlänge ausgerechnet hat. Und nachdem ist sie jetzt auch ehrenhalber benannt worden. Also dazu Hausaufgabe mal die Krümmung berechnen. Und ein zweites Beispiel, wo Sie das auch mal machen sollten, ist die sogenannte logarithmische Spirale. Die sieht in allgemeiner Form so aus: irgendein Faktor a mal e hoch b mal t. Und das Ganze dann mal Cosinus t Sinus t. Das heißt, hier, dieser Vektor ist eigentlich wieder unsere Kreisbewegung, aber der Radius, das wäre ja der Radius hier, der ändert sich die ganze Zeit. A und b sind irgendwelche Zahlen, die Sie frei wählen können. B gibt im Prinzip das Tempo an, mit dem dieses Ding hier wächst. Und A ist noch so ein Vorfaktor, mit dem Sie das kleiner oder größer machen können. Also man kann eigentlich an diesem Ding hier schon sehen, wenn Sie sich an die E-Funktion erinnern, dass das Ding sich um einen Kreis rumdrehen wird, aber der Radius wird nach und nach immer größer werden. Das ist das, was da eigentlich drin steckt. Wir schauen uns das mal an. Da würde ich hier Folgendes nehmen. Die Funktion sieht jetzt ein bisschen komplizierter aus, damit der arme Computer nicht so viel rechnen muss. Ich nehme erstmal meinen Vorfaktor. Das war ja a, da nehme ich jetzt 0,05, damit das überhaupt auf dem Bildschirm passt. Das ist mein Faktor a, mal e hoch. Und dann nehme ich auch eine kleine Zahl, mein b, da nehme ich 0,1 mal t, damit das nicht so stark wächst. Das ist der Faktor, mit dem die beiden mal genommen werden. Also dieser Vorfaktor a mal e hoch bt hier. Und ich gebe dann zurück c mal Cosinus t, c mal Sinus t, dann muss ich das c nur einmal ausrechnen. Und ich zeichne das mal von 0 bis 47, die Werte habe ich mir vorher überlegt, mit 500 Zwischenstücken, damit es auch schön glatt ist. Das sieht dann so aus. Das ist also eine logarithmische Spirale. Das ist eine Drehung um Kreis, bei der der Radius nach und nach immer größer wird. Und da wäre es, wie gesagt, auch ganz interessant, sich mal zu überlegen, was da jeweils die Krümmung ist. Es ist immer eine ganz gute Übung, sich erstmal am Bild zu überlegen, wie Sie meinen, wie die Krümmungskurve wohl aussehen sollte. Wird zum Beispiel die Krümmung größer oder kleiner, wenn ich nach außen gehe, also wenn t größer wird. Und dann zu schauen, was da tatsächlich für eine Funktion rauskommt.